Werner Baumann, CEO von Bayer, gerade noch auf dem Panel hier auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel. Jetzt hat er Zeit für ein paar Nachfragen. Es dominiert natürlich das Thema Ukraine-Krieg, auch die rein unternehmerischen Diskussionen. Sie haben ungefähr 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine. Wie geht es denen und was kann man von hier aus für die tun? Ja, also wir kümmern uns natürlich zunächst mal um die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das steht für uns immer an erster Stelle. Das sind unsere Leute, teilweise seit vielen Jahrzehnten, die für uns arbeiten. Und wir haben zunächst mal sichergestellt, dass wir wissen, wo unsere Leute sind, dass wir sie unterstützen mit ganz an für sich Basic-Dingen, wie kommt man an Geld, wie kommt man an Nahrung, wie kommt man gegebenenfalls außer Landes, wo kommen die Leute hin, wo können wir sie unterbringen. Und wir haben von unseren 700 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Prinzip Kontakt mit allen. Wir wissen, wo unsere Leute sind. Etwa 250 Familienmitglieder und teilweise unsere eigenen Mitarbeiter sind außer Landes und werden von uns dann auch dann in aller Regel dann in Deutschland untergebracht und unterstützt. Und unsere Leute kümmern sich natürlich nach wie vor um unsere Kunden im Lande, das heißt also Patienten, Ärzte, Krankenhäuser und auch Landwirte, um halt auch dort sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung weiter versorgt ist. Fühlt man sich da als Chef auch persönlich verantwortlich? Wie fühlt sich das an für Sie? Ja, ich bin selbstverständlich persönlich verantwortlich, genauso wie unsere Kollegen im Vorstand. Ich habe es für den Vorstand übernommen, im Krisenteam selber mit zu arbeiten. Das heißt, wir haben dreimal die Woche Krisenbesprechungen und unterhalten uns da über alle Themen, die halt für unsere Belegschaft wichtig sind und natürlich auch für unsere Kunden im Rahmen dieser Ukraine-Krise. Nun hat dieser schreckliche Krieg auch Auswirkungen für die ganze Welt im Hinblick auf Ernährung. Wie nehmen Sie diese Ernährungskrise wahr? Darf man sie so nennen? Ich glaube ja, oder? Ja, wir sehen ja, dass die Auswirkungen wirklich ganz dramatisch sein werden. Wir waren bereits vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise in einer sehr angespannten Versorgungssituation. Und es ist jetzt nicht mehr die Frage, ob wir eine Hungersnot bekommen, sondern nur noch, wie groß diese Hungersnot sein wird. Heute sind bereits 280 Millionen Menschen auf der Erde, die nicht ausreichend versorgt werden können. Das wird sich eher erhöhen, denn die Ukraine und Russland zusammen stehen für etwa ein Viertel der Weizenexporte weltweit. Die Ukraine ist die Brotkammer der Welt. Und hier werden wir für uns nur in Anführungsstrichen sehen, dass unsere Lebensmittel etwas teurer werden. Für viele Menschen, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten, wird es so sein, dass sie sich das tägliche Brot wirklich nicht mehr leisten können. Was kann man denn tun oder was kann auch Bayer konkret tun in dieser Situation? Kurzfristig geht es darum, vor allen Dingen in der Ukraine die Landwirte zu unterstützen, damit sie, so wie es möglich ist, ihre Felder bestellen können, das heißt, ihr Saatgut ausbringen können, die Felder bewirtschaften können und dann hoffentlich zum Ende des Sommers auch eine Ernte einfahren können. Dann wird es darum gehen, die Ernte außer Landes zu bringen, damit dann die Ernte auch in die globale Versorgung gehen kann. Mittel- und langfristig geht es nur über Innovation, das heißt, wir müssen unsere Systeme auch im Bereich der Landwirtschaft resilienter machen. Das heißt, wir müssen mehr Produktion auf weniger Fläche schaffen und damit diese Enge der Situation, die wir zurzeit haben, langfristig entspannen. Langfristig gutes Stichwort. Nehmen wir mal den größeren Scope nochmal. Wir haben ja seit einigen Jahren schon wieder steigende Zahlen der Hungernden auf der Welt allgemein. Es kommt der Klimawandel dazu, Böden, die erodieren und so weiter. Ist die Gentechnik ein notwendiges Mittel, um die Menschen auch auf Dauer noch satt zu bekommen? Wir haben dieses Jahr wahrscheinlich den 8 Milliardsten Menschen auf dieser Erde. In etwa 20 Jahren werden fast 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Alle Menschen wollen ein gutes Leben führen, gute Lebensmittel essen. Wir brauchen Landwirtschaftsproduktion, die das bedienen kann. Und das geht nur, wenn man Nachhaltigkeit und Produktivität als ein einziges Thema denkt. Das heißt, wir müssen über Innovation schaffen, die Produktion auf der bestehenden Fläche deutlich zu erhöhen, gegebenenfalls Fläche frei zu machen, um sie halt zu rekultivieren und nachhaltigen Zwecken zuzuführen und auf der anderen Seite unseren landwirtschaftlichen Produktionsprozess deutlich nachhaltiger gestalten. Dazu gehört die Biotechnologie, zum Beispiel der Ersatz von Kunstdüngern durch biologischen Dünger. Daran arbeiten wir mit biotechnologischen Verfahren, aber auch die deutliche Ertragssteigerung in der Landwirtschaft. Und das geht nur über neue Methoden, die in den nächsten Jahren entwickelt werden müssen. Und das ist das, was wir bei Bayer tun. Dazu gehört auch die Überzeugung, dass Gentechnik nicht von übel sein muss, im Gegenteil.
Es gibt neue, moderne Züchtungsmethoden, das heißt Präzisionszüchtungsmethoden, die ganz bestimmte Eigenschaften in der Pflanzengenetik an- und ausschalten, um Erträge zu steigern. Und das ist das sozusagen neue, hochbeschleunigte Züchtungsverfahren, das zurzeit in Entwicklung ist und bereits in einigen Regionen der Welt, beispielsweise in den USA, zugelassen ist. In den USA ist die Produktivität viel höher. Die Europäer verstehen, wie wichtig das ist, gerade vor dem Hintergrund der Krise, die wir zurzeit sehen. Und deswegen wird es sicherlich auch hier mit viel, viel positiverem Blick dann auf diese neuen Technologien gesehen. Und wir denken, dass wir auch in diesen Technologien in Europa führend sein können. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wie auch eben im Panel ja dargestellt, was werden Ihrer Meinung nach die gesamten Auswirkungen für die Wirtschaft in Europa sein durch diesen Krieg? Ja, wir sind in Europa, ja in Deutschland, die größte Volkswirtschaft. Wir sehen, wie vulnerabel die deutsche Volkswirtschaft ist, insbesondere was die Abhängigkeit von russischer Energie angeht. Wir werden möglicherweise Szenarien sehen, wo wir den Energiebezug, den wir heute haben, in dieser Form nicht mehr haben werden. Es wird auf jeden Fall teurer werden. Und das wird zunächst auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft als größte Wirtschaft in Europa auf eine harte Probe stellen. Das heißt aber auch immer, dass in Krisensituationen neue Dinge gedacht werden, dass es neue Ansätze gibt, die dann, und davon bin ich auch überzeugt, die deutsche, aber auch die europäische Wirtschaft längerfristig dann wettbewerbsfähiger machen wird. Herr Baumann, vielen Dank für das Gespräch.